Tja, willkommen in der Regenzeit. Ich wollte ja eigentlich mein Dach heute anbringen, aber das muss wohl bis morgen warten. Scheiße, irgendwie ist das Wasser in meinen Container gekommen. Der ganze Boden ist glitschnass. Das ist natürlich auch nicht gut für das Holz. Das Problem ist, ich weiß nicht mal, wo es herkommt. Sieht so aus, als wäre es hier runtergetropft, weil hier so Tropfen an der Wand sind. Hier alles nass ist. Aber da oben sehe ich überhaupt gar kein Leck. Fuck, ich brauche wirklich ein Dach. So, jetzt habe ich die Holzkonstruktion an meinen Container festgeschraubt. Sitzt bombenfest. Jetzt fehlen nur noch die Querbalken. So, jetzt sind die Querbalken drauf. Passen wie angegossen. Und die ganze Konstruktion ist auch perfekt im Wasser. Und das Ganze ist bombenfest. Da hat selbst mein Arbeiter gestaunt, wie präzise das ist. Ist halt deutsche Präzisionsarbeit. So, die erste Hälfte vom Dach ist fast fertig. Ich habe fast den ganzen Tag dafür gebraucht. Alles alleine gemacht, weil ich die ganzen Balken eben noch so angeschnitten habe mit so einem Keil, damit es besser hält. Und auf der anderen Seite musste ich das auch noch anpassen. Und das hat ganz schön lange gedauert, da jeder auch noch anders ist. Also hier ist es flach. Da hinten, den muss ich jetzt noch machen. Und hier wird es dann noch mit wieder so einem Stahlplatte festgeschweißt und angeschraubt. Und dann kommen noch die kleinen Querbalken drauf und dann die Dachplatten. Und morgen macht man dann die andere Seite. Da unten ist schon das Fundament vorbereitet. Aber dafür brauche ich dann die Jungs für die schweren Balken zum Heben. Und dann hoffe ich mal, dass wir das morgen alles schaffen und ich endlich mein Dach habe. So, jetzt habe ich gerade mit Hilfe von den drei Jungs die drei Balken aufgestellt. Das war ganz schön kompliziert, weil die ja mit solchen Metallbolzen verbunden werden. Und die da durchzubekommen war echt schwierig, da mein Bohrer nicht lang genug war und ich dann von beiden Seiten durchbohren musste. Und dann die Mitte zu finden, war echt kompliziert, weil so genau habe ich das natürlich auch nicht gebohrt in das Metall. Aber jetzt steht's bombenfest. Und jetzt kommen dann auch noch wieder oben die Querbalken drauf. Und dann wird das Ganze miteinander verbunden. So, jetzt haben wir die Querbalken auch angebracht. Das war auch ganz schön kompliziert, weil die Pfosten eben nicht ganz genau gerade waren. Und das haben wir dann erst beim Anschrauben gerade gerückt. Deswegen ist jetzt hier das ein bisschen zu lang, aber ich meine, das macht ja nichts. Auf der Seite sieht es natürlich besser aus. So, jetzt fehlen nur noch die Balken. Und dann können wir das Dach anbringen. So, ich habe gestern noch bis nach Sonnenuntergang die Dachbalken angebracht, ganz alleine. Das war echt ganz schön kompliziert, weil ich die ja auch wieder angeschnitten habe. Das kleine Eck habe ich jetzt doch noch weggemacht, weil es mich gestört hat. Da kommt mein Perfektionismus durch. Aber jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, hat es mich gestört. Sieht schon gut aus. Jetzt fehlen noch die kleinen Querbalken und dann die Dachpanels. Ich hoffe, das schaffen wir heute. Heute habe ich auch Verstärkung mitgebracht. So, er schweißt hier jetzt noch die Stahlhalterung an für die Balken auf dem Dach. So wie da. Damit die quasi nicht seitlich wegrutschen können. Also da muss dann auch noch ein Loch reingebohrt werden.
So sieht das Dach jetzt von oben aus. Die Balken sind schon festgeschraubt. Da unten wird gerade mein Septiktank mit Wasser gefüllt. Das macht man, damit quasi, wenn die zuschütten mit Erde, das Plastik sich nicht verbiegt, weil der ist ja nur aus Plastik und die Erde hat ganz schön viel Gewicht, deswegen wird der erst mit Wasser gefüllt. Da drüben ist die Baustelle, die Jungs sind am Arbeiten. Das Dach wird langsam. Jetzt hat er es schon fertig. Nachdem ich die Metallhalterung jetzt noch angestrichen habe, habe ich es dann noch festgeschraubt mit einer Schraube, weil das soll die Balken ja nur in Position halten und das sitzt auch bombenfest. Also das sieht echt professionell aus, hat dafür auch ganz schön lang gedauert, diese Details. Aber ich denke, das lohnt sich auch. Auf der anderen Seite habe ich das Ganze dann noch mit einer kleinen L-Schiene befestigt, damit der Balken nicht zur Seite rutschen kann. Und das Gute daran ist, dass man das dadurch auch nicht von unten sieht. So, jetzt bringe ich gerade die dünnen Dachlatten an. Da hat man auch ein kleines Problem. Als ich das so hingemacht habe, waren die erstmal nicht ganz gerade, da mein hinterer Pfosten wohl 3 cm zu weit nach rechts steht. Und jetzt muss man da hinten nochmal den einen Pfosten abschneiden, damit es jetzt auch gerade ist. Und jetzt bringe ich das eben an mit Nägeln. Ja, eigentlich mag ich Nägel nicht, aber das geht eben wesentlich schneller. Das hat mir mein Baumeister empfohlen. So, die erste Seite des Dachs ist fertig. Die Dachlatten sitzen. Es hat echt ganz schön lange gedauert. Also eigentlich gestern den ganzen Tag und heute Morgen noch. Und es ist gerade mal die Hälfte. Die andere Hälfte muss ich noch machen. Aber jetzt kann man eigentlich schon mal anfangen, die Zinkplatten draufzusetzen, weil man ja vom Container jetzt noch besser drankommt. Und danach die zweite Seite machen. Aber ja. Sieht echt gut aus. Jetzt schraubt er hier gerade die Dachplatten fest. Dann bringt er die letzten Schrauben an. Das ist ganz schön kompliziert hier auf dem Dach. So, die erste Seite vom Dach ist endlich fertig. So sieht es von oben aus. Ganz schön groß das Dach. So sieht es von unten aus. Jetzt habe ich endlich Schatten. So, die andere Seite habe ich jetzt auch fertig mit den Dachlatten. Aber da gibt es ein kleines Problem mit dem Baum. Und zwar steht der eine Ast quasi in meinem Dach drin. Aber der Ast hat ziemlich viele Blätter und ist eigentlich auch ziemlich schön von vorne gesehen. Den will ich eigentlich nicht entfernen. Deswegen werde ich wahrscheinlich einfach ein Loch in das Dach schneiden, weil auf der Seite ist ja eh nicht so wichtig. Das steht ja nur über, damit man hier langlaufen kann hinten.
So, heute haben wir mein Dach fast fertig bekommen. Leider nicht ganz. Zwei Panels fehlen noch. Aber meine Arbeiter wollten nach Hause. Und hier an dem Baum, das war echt Millimeterarbeit, dass das hier gerade noch hinpasst. Und hier haben wir eben so ein Loch reingeschnitten. Das zeige ich jetzt mal von oben. So sieht es von oben aus. Eigentlich ganz schön. Also fällt fast gar nicht auf, dass da ein Loch drin ist. Das wird mir zwar wahrscheinlich in Zukunft noch einige Probleme bereiten, wenn dieser Ast größer wird und vielleicht auf mein Dach fällt. Aber irgendwie wollte ich den einfach nicht wegsägen, weil der so schön ist. Mir auch Schatten spendet. Und die Mittelstücke, die habe ich jetzt gerade noch selber angebracht, alleine. Das war auch ganz schön kompliziert. Generell bei diesen Dachpanels muss man bedenken, dass bei jedem neuen Stück das irgendwie immer um 1 Zentimeter verrutscht. Also ich hatte eigentlich unten eine schön gerade Linie, aber irgendwie verrutschen die oder sind nicht ganz genau quadratisch. Gut, das Holz ist natürlich auch nicht genau gerade gewesen. Ja, das war echt kompliziert. Jetzt ist es aber fast fertig. Noch 2 Panels, das machen wir dann am Montag. Und dann ist mein Container endlich wasserdicht und regensicher. So, das Dach ist endlich fertig. Gestern Abend noch im strömenden Regen die letzten Panels drauf gemacht. Sieht richtig gut aus. Vor allem habe ich jetzt endlich Regenschutz und kann quasi die Tür offen lassen vom Container. Und bin auch immer im Schatten. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Regenrinne, damit, wenn das Wasser runtertropft, nicht wieder hier reinläuft in meine Terrasse. Aber da gibt es leider ein kleines Problem, dass beim Anbringen von dem Dach der Abstand bei jedem Panel um 1 Zentimeter verrutscht ist. Also hier vorne ist der Abstand jetzt riesig im Vergleich zu da hinten. Und ich wollte eigentlich so Bretter anbringen, um dann die Regenrinne zu befestigen. Das heißt, da muss ich jetzt irgendwie noch so ein kleines Holz dazwischen machen, weil das Wasser sonst einfach über die Rinne läuft. In meinem Container ist langsam auch endlich wieder mehr Platz, weil das ganze Holz jetzt schon mal raus ist fürs Dach. Und auch hier, wo die Dachpanel standen, kann man jetzt wieder langlaufen. Und jetzt bearbeite ich noch das Holz eben da, wo die Dachrinne drankommt. Da habe ich schon mal das eine hier abgeschliffen, erst mit der Hobelmaschine und dann noch mit der Schleifmaschine. Und hier sieht man mal den Unterschied zu vorher, nachher. Also das rechte muss ich jetzt noch machen. So, der erste Regentest. Ich wollte eigentlich gerade die Dachrinne anbringen. Jetzt ist es zu spät. Bis jetzt sieht alles gut aus. Die Jungs haben sich hier auch untergestellt. Jetzt kann ich auch endlich mal die Tür offen lassen. Und bin quasi auch hier noch im Trockenen. Hier läuft schon ganz schön runter. Aber eigentlich echt ganz gut, dass das Dach hier so weit übersteht. Weil leider kann ich auf der Seite keine Dachrinne anbringen wegen dem Baum. Da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Vielleicht hier so einen kleinen Graben buddeln, damit es nicht hier alles so rüberspritzt. Ich habe gerade schon mal mit Hilfe von meinen Jungs die Holzlatten angebracht, woran ich dann die Regenrinne befestigen will. Und wie man hier sieht, ist es nicht genau eine Linie. Das hat hinten so einen Knick drin, da ja die Dachpanels nicht genau parallel zu der Dachlatte verlaufen. Und deswegen musste ich hier noch so kleine Holzstücke dazwischen machen. Ich hoffe, man sieht es jetzt überhaupt. Und hier und da, damit eben das Wasser da nicht oben drüber läuft. Und hier habe ich mir so eine kleine Erhöhung gebaut, damit man das festhalten kann. Das brauchen wir jetzt auch gleich für die Dachrinne. Hier habe ich die Dachrinne schon mal vorbereitet und die einzelnen Teile zusammengesteckt. Also das ist dann das Endstück, wo das Wasser abläuft. Und das wird dann mit diesem PVC-Kleber zusammengeklebt. Und das sind die Halterungen, die dann
in halben Meter Abständen quasi die Dachrinne befestigen an dem Holz. Und so sieht es von der Seite aus. Also das wird einfach zusammengesteckt und am Ende kommt noch ein Endstück. Und jetzt müssen wir es eigentlich nur noch anbringen und dann noch die beiden Dinger in der Mitte zusammenkleben. Das sind insgesamt 8 Meter. So, jetzt habe ich schon mal die ganzen Halterungen für die Dachrinne angeschraubt. Das war auch gar nicht so einfach, da die Dachrinne ja in einer Linie sein muss und auch sich in der Neigung ein bisschen nach unten neigt, damit das Wasser abläuft. Und dafür haben wir dann hier so eine Schnur angebracht, vom einem Ende bis zum anderen und die gespannt. So, jetzt ist meine Dachrinne endlich fertig. Sieht natürlich nicht mehr so schön aus mit dem Plastik davor, aber dafür fließt mir das Wasser dann nicht in meine Terrasse herein. Also die hat man da einfach so reingeklickt, das ging relativ easy. Und hier habe ich jetzt noch mit dem Material, was hier rumlag, eine kleine Bank gebaut für meine Arbeiter, damit die im Regen eine gescheite Möglichkeit haben zu sitzen. Schauen wir mal, wenn es nächste Mal regnet, ob das auch gut abfließt. So, mein Dach ist endlich fertig. Das war echt ein Haufen Arbeit, aber ich habe auch eine Menge dabei gelernt und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Und an der Stelle möchte ich mich jetzt nochmal bedanken an meine Spender von den letzten 3 Monaten. Das waren zum einen der Lukas, der Robin, Viktor und Olga und wie immer die Moja Crew. Und dann habe ich noch einen neuen Patreon namens Carsten. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und falls ihr mich ebenfalls unterstützen wollt, die Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Oder ihr könnt mir auch einfach einen Daumen nach oben da lassen oder einen Kommentar. Das hilft mir auch bei der Verbreitung meiner Videos. Und ja, im nächsten Video geht es dann weiter mit dem Hausbau. Und hier könnt ihr euch nochmal anschauen, wie meine Materialien fürs Haus angekommen sind. Also bis zum nächsten Mal. Pura Vida!